Wunderschönen guten Morgen, liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Wildbachtal mit dem Franken. Und wenn ich euch mal meinen Kontostand vorstellen darf, tada, es reicht. Ich habe gestern noch so ein bisschen reingeschaufelt, also Target 100.000 ist erreicht. Habt ihr gelesen, oder? Ja, 250.000 haben wir hier noch drinnen. Gut. Das heißt, wir können kaufen. So, kaufen jenes welches. Sehr gut. Dann können wir hier hinten gleich wieder jede Menge mähen. Und hier haben wir Unkraut drauf. Was muss man da noch machen? Da ist irgendwas verdorrt. Okay, pflügt und kalt benötigt es nicht, das ist schon mal gut. Und das Gras müsste natürlich auch schon erntereif sein. Was? Im Wachstum? Okay. Crazy shit. Wie sieht es eigentlich mit unseren Kühen aus? Wollen die eigentlich Gas haben? Nö, also die sind hier mit Gas und so. Ich glaube, das geht alles über die Mischration, dass es hier unten auch noch mit auffüllt. Aber saufen tun die echt, aber die werden schön schwer hier, ne? Ich habe nochmal nachgeguckt, 200, glaube ich, 80 Kilo waren die, wie wir sie gekauft haben. Und die werden schön schwer. Es gibt schon. So, 0,2 Jahre. Da geht was voran. Und wir können Soja säen. Wir haben ja gesagt, dass wir. Ach, Raps hätten wir eigentlich auch schon so. Ach nee, Soja. Sonnenblumen. Brauchen wir Sonnenblumen? Gut, die würden auch Sonnenblumen fressen. Haben wir denn... Ja, habe ich. Jetzt ist die Frage, was wollen wir halt da aussehen, ne? Wir können... Raps könnte man jetzt schon raushauen oder Sonnenblumen. Oder für Soja müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Soja hat halt den Vorteil, dass wir es uzteuer verkaufen können. Manchmal. Oder? Was bringt denn der Soja? Just make a look. Hier 2000. Ja gut, aber das steht sich halt im Nichts nach, ne? Oder nicht viel. Hier Sonnenblumen. Dann würde ich Raps raushauen. Jo. 450 gibt es eine BGA für Silage. Ist jetzt nicht so der Burner, ne? Aber bevor es hier weitergeht, machen wir erstmal einen Test. Schauen wir mal, was uns heute passiert ist. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch nicht viel passiert ist. Weil es ist ja früh morgens und über Nacht trocknet das eigentlich nicht. Achso. Aber... Ja, es ist immer noch Gas. Kann es sein, dass sich da der Mais Plus vielleicht mit dem Seasons beißt? Weil ja, ich habe ja den Mais Plus mit drin. Aber eigentlich müsste es Heu sein.
dass wir jetzt keine Heuballen mehr pflanzen können wegen dem Mais Plus. Das könnte durchaus möglich sein. Ich sollte vielleicht mal im Forum ein bisschen recherchieren, was es denn dazu gibt. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir haben ja schon. Was macht man denn hier oben? Also, nee, das ist hier das Feld. Da könnte man noch Mais drauf klatschen, oder? Oder habe ich da irgendwo einen Punkt zum Hinspringen? Nicht wirklich die Tankstelle. Oh. Ist ja gleich hier unten. Ist ja super. Dauert gar nicht lang. Ah ja, das hier, das blühende Feld, das gehört uns. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich hier noch eine Wiese daraus machen soll. Aber ja, das ist ein bisschen für den Arsch, weil da noch ein Zaun dann ist. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch düngen. Ja, das ist doch schon mal eine feine Geschichte. Und ich glaube, ich entweder wollte ich hier oder da drüben die Metzgerei stellen. Warte mal. Du hast nicht genügend Geld. Ja. Okay, testen ist nicht. Aber dann stellen wir die einfach. Ich schaue mir mal die alle an. Schauen wir mal, wo ich die hinplatzieren kann. Ich habe das. Achso, hier ist nur der Parkplatz. Hier kann ich ja gar nichts Großartiges bauen. Eine kleine Produktion würde hier vielleicht noch hingehen, aber ja, eigentlich eher nein. Eigentlich haben wir nur den einen Platz da drüben. Jo, dann gibt es halt nur den Metzger. Scheiß die Wandern. Nein, tut's nicht. Ach ja, hier kann man auch reinfahren. Das ist schon mal gut. Das heißt, mit was starten wir jetzt? Aussehen? Oder düngen? Komm, wir starten mit Aussehen. Weil wir dann beides gleichzeitig düngen können. So, dann nehmen wir den. Ja. Und dann pflanzen wir jetzt Raps an, oder? Wir schmeißen es mit dem Soja über Bord. Weil Raps geht auf. Also, muss ich. Kann ich mal eben. Sie bietet die Möglichkeit der Direktsaat. Sehr gut. Wollen wir dann vorher vielleicht noch Mist fahren? Nee, das wollte ich bei den Wiesen machen, ne? Und wenn wir bei den Wiesen noch hier sind, so viel haben wir ja noch nicht.
Bombe hier, der MD. Ja, du musst halt jetzt warten. Wie denn, ja. Gibt es dafür eine Einfahrt? Oh ja, da kommt nichts alle her. Ist das euer Ernst? Super, da verblendet sich dann so. So, dem Nachbarn sein Feld ist auch verrottet. Na gut, dann können wir ja wenigstens nichts kaputt machen. Ah ja, nee, warte mal, wir müssen. Blöd wegen dem Zaun hier, ne? Aber Chip, da ist es, wenn ich immer von hier los war und dann vorwärts war. Weiß ich nicht mehr. Und dann muss man halt immer die Bahnen rückwärts ziehen. Versteht ihr mir, was ich sag? Oder? Ist es jetzt zu verwirrend gesprochen gewesen? Was ich meinte ist, wir müssen immer von hier anfangen zu säen. Von dieser Seite des Feldes, weil wenn ich von der anderen Seite anfange, dann bleibt zu viel von dem Feld, was nicht bestellt ist. Und dann muss ich zu viel Vorgewände fahren. Und das wollen wir nicht. So, zum Thema umstellen auf hier, Z. Auf Raps. Alles klar. Dann wollen wir das mal mit dem Spürreißer probieren, aber das da auch nicht. Das. Aber wie so schön quadratisch ist Feld. Wir könnten den. Ah! Den GPS nehmen, wenn er dann anstellt. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas? Oh, ein Spurreis habe ich ausgefahren. Wie komme ich nochmal ins GPS-Menü? Warum geht nicht die Türstelle nicht an? So fix, das finde ich als Lenkrad lebt es. Hm. Aber das ist mit Sicherheit drin, das bin ich mir. Ich weiß nicht. Ach, Mann, ich bin ja Depp, ich könnte einfach nachgucken, ne? Nein, halt so. Alt links C. Was?
Alt links S. Ja, das überschneidet sich jetzt mit dem Season, deswegen funktioniert das nicht. Aber die Taste geht auch nicht. Sehr gut. Alles voll im Griff hier, wie ihr seht. Kein Problem. Und dann fahren wir halt ohne GPS. Also, runter. Raps ist eingestellt. Einschalten. Tempomat und Feuer. Sollten wir vielleicht den Allrad noch dazu schalten? Das war vielleicht der Kapitel. Differential braucht man anscheinend nicht. So, lass mich mal kurz nach außen gucken. Ja. Das klappt. Das ist schon mal das Wichtige. Mehr wollte ich gar nicht sehen. Jetzt quasi rückwärts zurück. Wir können aber eigentlich vorwärts zurückfahren. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir von hinten durch kurz wenden. Da kommen wir ja fast bis ganz hinter. Schon, das ist schon mal sehr gut. Tempomat nochmal. Okay, hallo? Okay. Hallo? Das stimmt, glaube ich. Sehr gut. Ich habe nicht mehr auf Tastendrücke. Das ist ein bisschen crazy. Das geht nicht. Aber warum kann ich den Tempomat jetzt gar nicht einschalten? Schau, der Tempomat geht nicht mehr. Das ganze Steuerkreuz geht nicht mehr. Nein, Lenker, verabschiede dich nicht. Ja, ich wollte mir eh ein neues kaufen, aber jetzt nicht viel schnell. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann die nächste Generation der GeForce-Lenker da hier noch abwarten. Aber ich glaube, so weit wird es wohl nicht mehr kommen. Achso, ich hab die Zeit gar nicht hochgedreht. Hab ich ein Glück gehabt.
fahre ich eigentlich, oh ja, sehr gut eigentlich, fast ein bisschen nah, aber dass das so ohne GPS fahren, das ist glaube ich ausreichend. Kann aber ich sogar ganz bis hinten, also wenn ich wirklich ganz hinten fahre, dann ja, gut, aber ich muss sowieso einfahren, ja. Also ein eigentlich wollte ich doch hier Mais ansehen, ne? Wieso mache ich denn jetzt hier Rapsen? Aber, by the way, ne? Ich wollte doch unten die Hälfte, Soja bzw. Raps machen, die andere Hälfte Mais. Ich glaube, wir machen unten mit Mais. Weil das Feld hier mit Raps, das reicht doch dicke aus, ich kann nicht für Raps brauchen würde, um die Schweine zu füttern. Ich meine, klar, wir haben jetzt ein bisschen weniger Schweine und das wird irgendwie mehr. Aber was brauchen wir denn an Raps im Jahr? Also jeden Tag brauche ich aktuell so um die 200 Liter. Okay, das wäre ein einfacher, wenn ich 300 Liter am Tag. Ne? Und weil wir noch wenige Schweine haben, wird sich ja das noch erhöhen. Gehen wir mal von 1000 Liter am Tag aus. Brauchen wir nie im Leben, aber rechnen wir mal wieder mit. Ja? Ja, okay, 1000 könnte man schon fast hinkriegen. Wenn wir die Schweine verdreifachen, ja, könnte man fast hinkommen. Das heißt, bei 1000 Liter Raps am Tag brauchen wir pro Jahr 24.000. Oder sowas? 15.000? Ja, wir müssen das auf jeden Fall aufschreiben, wie viel Ertrag wir pro Hektar bekommen. Natürlich bei voller Düngung. Denn ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nochmal deutlich ganz schön noch an Bedeutung bekommen wird, wie wir unseren Hof hier dann führen müssen. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Prozent. Wenn der Hof hier noch ein bisschen schwimmen kann.
Frage ist halt dann, wie viel Geld die Kühe abwerfen, die Fleischkühe und die Schweine. Das wird natürlich gelistet werden, wenn sie das gesehen haben, aber. Das ist auch nicht gut sein. Scheiße. Fragt, wie ich ungefähr die Größe abmesse, die Spitze von dem MG vorne, die muss so auf der letzten Reihe sein, dann ja, bin ich eigentlich perfekt drin in der Linie. So, das war mein Anhaltspunkt, den ich da mir gehabt habe. So. Na gut, dann machen wir das hier in der nächsten Folge fertig, würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr denkt, wie viele Felder, dass ich dann mit der Rapsen so anzählen muss, um die Viecher zu futtern, oder welche Verteilung ihr wählen würdet. Ihr könnt ja die Karte errichten, oder ich mache es anders, ich blende noch mal kurz ein. Also, Handbremse rein, können wir mal ausmachen hier. So, wir hätten hier die Felder 25, 66, 65, na gut, das ist irrelevant. Aber hier 25, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, die ist teuer. Das kannst du vergessen. Wie sieht es mit der aus? 240.000. Ich denke, ja, Wald habe ich eigentlich keinen Bock da drauf. Das Stück sind halt viele kleine Felder. Nee, eigentlich taugt mir. Ach, da ist ja auch noch eine kleine Grünfläche dabei. Die nervt halt ein bisschen. Was wisst ihr? Na, das ist ja gar nichts. Da wäre, glaube ich, sogar ein bisschen Wald hier dabei. Aber hier haben wir ja eigentlich auch Wald, sehe ich gerade. Da können wir ja hier sogar ein bisschen. Ja, aber das ist eigentlich schon die Felder sind halt echt schon schick. Auch ein bisschen größer, da geht auch ein bisschen was. Ich wäre für die, dass wir hier die Parzelle uns noch holen. Aber könnt ihr mal sagen, was ihr denkt, wie ich die Felder ansehen soll und welche Parzelle ihr mir empfehlt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst bitte ein Däumchen da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.